Jo, Grissink und herzlich willkommen zu Hearthstone, Heroes of Warcraft. Ich heiße Lokerzeit und ja, ich muss mich schon wieder entschuldigen, weil der Aufnahmebutton hat leider nicht funktioniert und da haben wir ja leider schon die erste Niederlage eingefahren. Hilft nichts. Vielleicht zeige ich am Ende der Folge, wie die Niederlage ungefähr so zugegangen ist, weil in der Anfangszeit war das Ganze schon ziemlich stark, aber naja, stark anfangen, stark nachlassen. Hilft nichts. Auf jeden Fall hoffen wir, dass diesmal besser funktioniert, das Ganze. Vielleicht hört es ihr schon, die Musik im Hintergrund. Mir gefällt's. So, was haben wir da noch so auf dem Zettel da aufgeschrieben? Tischfußball. Stimmt. Einen Tischfußball. Habt ihr vielleicht so einen Tischfußballtisch bei euch daheim? Oder spielt ihr es regelmäßig? Oder könnt ihr hin und wieder zu einem Freund gehen und dort Tischfußball eine kleine Runde probieren, wie das funktioniert? Ja, das war eigentlich alles, was ich da schon zu dem Thema hätte, weil ich letztens beim Fortgehen ein wenig Tischfußball spielen habe können. Habe ja eine kleine Möglichkeit gehabt. Das hat mir schon ziemlich gefallen, also immer wieder mit Freunden so ein wenig zusammen abhängen, das braucht man hin und wieder. Und da ein Feendrache, interessant. Ja, das tun wir so. Zu den Waffen! Ja, scheint gut zu funktionieren. Ein Paladin-Kampf. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich hoffe, dass ich meine Erfindung behält. Mhm. Oh. Und weg ist er. Passt, genau. Zu den Waffen! So. Genau so. Und so kann ihn auch wieder ersetzen. Oh, sehr gut, sehr gut. Genau, weil wir gerade von Fortgehen geredet haben. Ich persönlich finde ja, dass die Flaschenpreise, also man kann sie ja dort auch ganze Flaschen bestellen. Ich finde, die sind leicht, ja, sagen wir, überteuert sind sie. Weil, was man dort teilweise zahlt für also ein Fläschchen, sagen wir mal, da wo gerade mal 0,7 Liter drinnen sind. Und das für, ja, meist so um die 70 Euro. Das ist, ja, schon so eine Sache. Oh, Value. 1, 2, 3, 4. Melde mich zum Dienst. Für Ehre. Zu den Waffen. Herausforderung angenommen. Ja, ja. Eben die 70 Euro, also im Vergleich dazu kriegt man da. Oha. Da kriegt man nämlich im Geschäft, ja, gerade mal, ja, für 10 Euro ungefähr das gleiche. Also, das kommt so ungefähr hin. Leider Gottes. Und jetzt weiß ich nicht, was ich spielen sollte, weil ich so viele gute Karten in der Hand habe. Okay, der kommt zu mal den. Dann der zu den. In den Kampf! Dann werde ich mal los. Yep. So, 26 Mana. Ein Checker. Ja, sollte funktionieren.
Und da haben wir schon wieder mal einen klassischen Bug gesehen. Nämlich haben sie nach dem Ausspielen die Positionen wieder verändert. Die Tore sind vor die Karten. Was ich nicht sehr, sehr schön finde. Aber ja, was soll man machen? Demut. Ja, das stört mich nicht einmal. Ja, Demut und erworben. Schon wieder. Ändern ständig die Aufstellung, wie sie sich aufstellen. Naja, im Vergleich zum letzten Spiel, was ich gehabt habe, läuft es viel, viel besser. Aus dem Weiher sehr gut. Wow, er schafft es eh nicht. Melde mich zum Dienst. Ja, danke schön. Damit war das, glaube ich, das schon. Ja, in dem Fall tue ich noch ein paar Sachen im Nachhinein dran, die was ich so in letzter Zeit angestellt habe, und somit sage ich schon mal danke fürs Zuschauen und ja, bleibt's noch dran, weil es kommt jetzt noch was. So, hier haben wir nämlich noch das verlorene Spiel von vorhin. Naja, wie ihr schon wisst, habe ich dieses Spiel verloren und ja, schauen wir uns das Ganze einmal an. So, was haben wir denn noch so zum Bereden? So, weil ich jetzt mich nicht so deutlich aufs Spiel konzentrieren muss, kann ich mich ein bisschen stärker aufs Reden konzentrieren, was einerseits gut ist, andererseits, ja, kann ich das Spiel selbst nicht so gut kommentieren, aber ich werde es einfach mal versuchen. Okay, genau, da habe ich mir zum Beispiel gedacht, dass ich mir das Mana-Gespenst könnte, weil das ziemlich gut ist, besonders am Anfang zum Gegner ärgern. Und ja, genau für den Zweck habe ich mir die Karte eigentlich behalten. Ja, plus Münze. Und ja. Trotzdem verliere ich das Spiel, komischerweise, aber ja, kann passieren. Auf jeden Fall Münze und Mana gespielt. So, mit dem Gegner. Jetzt nur noch ein Diener mit einem Mana-Kosten ausspielen, weil der mit einem Mana-Kosten kostet jetzt auch 2 und alle, was normalerweise 2 kosten, wenn man es da sehen kann. Jetzt hat er den spielen können, weil der normalerweise 1 kostet. Und ja, da sehe ich schon, ich habe ein Problem. Ein ganz, ganz tiefes Problem. Weil nichts gegen die 2 habe, wirklich zumindest. Aber ich probiere mal eben mit der jungen Priesterin, weil ich spüren kann, ein bisschen mehr Leben für mein Mana-Gespenst. Schaut nicht. Das Blöde ist, dass er eben jetzt noch weltliche Ängste in seiner Hand hat. Und ja, das glaube ich, wird man so ziemlich den Rest machen geben. Aber ja, hilft eh nichts. Auf jeden Fall, wo ich gerade vorher da war, Kartenspiele, so wie Yu-Gi-Oh! Habe ich zum Beispiel früher gespielt, habe ich das auch gemacht. Ich und meine Freunde, also wir haben da ziemlich den ganzen Tag meistens früher den ganzen Tag lang Yu-Gi-Oh! Gespielt und so viel Spaß war das Ganze. Also ja, jetzt mittlerweile spiele ich nicht mehr, weil ja, es ist schon ein teurer Spaß, das Ganze. Meiner Meinung. Aber ja. Ich frage mich auch. Hilft ja nichts. So, was haben wir da? Ein Leerwandler. Okay. Und Adalas. Wie bin ich da gegen vorgegangen? Ah ja, genau, mit der Eule. Zum Schweigen gebracht und vorbeigegangen. Nur gebracht hat es mir dann am Schluss nichts mehr. Ich hab's nicht für sinnvoll erachtet, dass es vernichtet, deswegen bin ich vorbeigekommen. Naja, wo waren wir denn letztens? Genau, weil wir gerade von Kartenspielen gekriegt haben und nebenbei auch noch eins spielen. Beim Fortgehen zum Beispiel, spiele ich ja hin und wieder gern ein Kartenspiel genannt Wachen. Also es wird sicher irgendwann einmal auf dem Kanal
auch Watten vorstellen, wie das Ganze funktioniert und so weiter. Und ja, ich hoffe, da werdet ihr dann auch zuschauen. Vielleicht lernt ihr was draus. Besonders wenn ihr Watten noch nicht könnt, dann wird das ziemlich ja, spannend für euch. Lasst mich denke ich jetzt mal. Melde mich zum Dienst. Ja, okay. Ja, da versuche ich gerade irgendwie mich noch zu verteidigen mit Morgen und ähnlichem. Aber ich krieg's nicht ganz hin, leider. Naja, hilft dir nichts. Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Ja. Warum? Wisst ihr eigentlich, ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, wo die nächste WM ist. Ja, richtig, jetzt WM. Also WM, sag ich. Immer die EM. Hoppla. Die EM fürs Fußball. Ich bin mir da gerade überhaupt nicht sicher, wo die stattfindet das nächste Mal. Und ja. Wenn einer das in die Kommentare schreiben wird, weil demjenigen sehr verbunden, weil ja, ich konnte zwar nachschauen, das gefreut mich halt. Deswegen, ja, wenn man doch da mal so, und da sehe ich schon, ja, wenn ich jetzt nichts Größeres anstehe, dann habe ich ein Problem gegen den Gegner, weil er hat 5 Diener am Feld und ja, ich habe ein Problem. Natürlich wäre Schwäche hier mal ein 6er, aber ganz stark. Das ist ja nur noch ein 6er. Und ja. Kennt ihr das? Also bei Partys zum Beispiel, so die klassischen Ausführungen, die da gern rauskommen. Also, ja, gibt da einige von mir, also von circa jedem, der was so in dem Alter ist, der was, da wo man schon trinken darf, existieren sicher einige Fotos in dieser Richtung und ja, auch genügend von mir. Hätte vielleicht das anders dann stehen müssen. Wie man aber auf die Rauschfotos so ausschaut, das finde ich meistens auch ein Wahnsinn, weil ist nicht immer das beste Bild, was man zum Beispiel sein Chef oder in der Schule oder auf der Uni oder sonst irgendwo hertagt. Das will man gern irgendwo verstecken oder so. Dann greift er auch noch mit der richtigen Karte, ja? Da habe ich nämlich gehofft, dass er zuerst mit der Karte angreift. Ja, Void war Lehrenwandler heißt er. Genau. Das kann ja, und da habe ich dann schon gewusst, dass ich verloren werde. Weil die eine Karte werden wir jetzt auch nicht retten. Natürlich spiele ich, aber es bringt mir nichts. Weil, ja. Er muss jetzt nur noch angreifen und dann gewinnt er. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, ganz locker, ganz locker. Ja, und naja, das war's dann für das Spiel. Ziemlich einfach. Er braucht zwar eine Zeit zum Angreifen, aber ich hätte in der Zeit auch schon aufgeben. Das geht nämlich auch, dass man einfach ein Spiel aufgibt, das geht zu jeder Zeit. Habe ich halt eine Niederlage eingefahren. Da kann ich jetzt leider nichts mehr dagegen machen. Das nächste Spiel habe ich dafür gewonnen und ja. Aber es kommt noch mehr. Nämlich jetzt zeige ich euch, was ich in den letzten 2 Arena Runs für eine Belohnung gekriegt habe. Da haben wir jetzt zum Beispiel vor einer Arena Run nicht so gut. Ich glaube, das war ein 2-3. Ja. Ich vermute mal, das war 2-3.
Und ja, da habe ich mir nachher gedacht, ja, mach mal das Backen auf. Warum nicht? Und back. Jawohl. Und da sehe ich schon, wow, ein legendärer. Was für eine Freude. Da will ich schon fast aufmachen, aber dann überlege ich mir, na, vielleicht doch nicht. Ja, Erlösung, Kreislauf der Natur, Toben der Wogen, Worgen, die was ich ja schon brauche. Zerstäuben, was ich auch brauche, nicht schlecht. Und Captain Grünhaut. Haha. Super für alle waffenbasierten Klassen. Also der Krieger ganz besonders. Dann ist der ganz, ganz klasse. Und da habe ich noch ein Backerl aufmachen dürfen, nämlich von. Jetzt weiß ich nicht, oder schaut, wie viel ich da gewonnen habe. Ich werde es gesehen haben. Zum Glück. Und ja, öffnen wir da auch gleich das Packerl. Warum nicht? In dem Fall ist es übrigens auch chronologisch festgestellt. Da wollte ich einfach noch einen Arena-Run machen. Vielleicht wäre ja noch ein legendärer dabei gewesen, aber in dem Fall nur ein seltener. Genau, da sieht man zum Beispiel auch, dass wieder Blutwichtel verändert worden ist. Ist jetzt statt 111 101 Karten und am Ende des Zuges. Und ein Piraten krieg ich auch noch. Warum nicht? Na gut, damit sage ich danke und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hearthstone, Heroes of Warcraft. Fertig.